guten Morgen aus der Camargue. Heute gibt's also weiße Pferde, schwarze Stiere und rosa Flamingos vor die Augen. Hoffentlich. Ich bin in Sainte-Marie-de-la-Mer. Ich habe die Nacht ganz hier in der Nähe verbracht. Und in diesem kleinen Ort soll es eine Kirche geben, von deren Dach aus sich ein großartiger Blick über die Gegend bieten soll. Das gucken wir uns doch mal an, bevor wir auf die Pirsch gehen. Die Kirche diente früher als Festung und als Schutz für die Bevölkerung. Das Dach der Kirche wurde als Wachturm genutzt. Für 3 Euro können Touristen den Turm besteigen und den Rundblick genießen. Heute allerdings nicht. Der Turm ist geschlossen. Also Planänderung. Das war nix. Dann schlage ich vor, dass wir jetzt auf Pferde, Rinder und Vogeljagd gehen. Ich habe allerdings ein kleines Problem. Hier direkt vor mir ist nämlich die Straße wegen Bauarbeiten gesperrt und der Verkehr wird offenbar hier durch den Ort umgeleitet. Ich habe schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht, dass man hier in Frankreich ab einer bestimmten Fahrzeuggröße solchen Umleitungen nicht blind folgen sollte, weil man sich in den kleinen Ortschaften in den engen Straßen schon mal gerne festfährt. Man weiß nie, wo diese Umleitungen langführen und wo sie gegebenenfalls enden. Und wo sie gegebenenfalls enden. Deshalb entscheide ich mich, eine andere Lösung zu finden. Und tatsächlich machen mir die netten Bauarbeiter Platz, damit ich passieren kann. Mein Camargue-Abenteuer kann also starten. Die Camargue ist ungefähr so groß wie Berlin, deshalb kann man unmöglich alles an einem Tag abchecken. Aber ich habe schon auf der Fahrt hierher Camargue-Pferde und Flamingos tatsächlich gesehen. Und deshalb bin ich guter Dinge, dass wir hier auch welche zu Gesicht bekommen. Die Camargue ist ungefähr so bergig wie Schleswig-Holstein. Erhebungen sucht man hier vergebens. Die Landschaft hier ist von riesigen Weideflächen und zahlreichen sehr flachen Seen geprägt, die Lebensraum für rund 400 Wasservogelarten bieten. Darunter die Flamingos, die jeder eng mit dieser Gegend verbindet. Das Gebiet ist dünn besiedelt. Auf den wenigen Farmen, die es hier gibt, werden unter anderem die für die Camargue bekannten schwarzen Stiere gezüchtet. Die Camargue hat sich in der Vogelwelt als beliebte Rast- und Brutstätte etabliert. Aber meine persönlichen Stars in diesem Teil Frankreichs sind und bleiben die weißen Camargue-Pferde. Da hinten sind Pferde. Die weißen Camargue-Pferde gehören übrigens zu den Farmen und leben hier nur scheinbar in Freiheit. Die weitläufigen Flächen sind allerdings meist nicht durch Zäune, sondern durch Sträucher, Seen und Gräben abgegrenzt. Schwarze Stiere und weiße Pferde sieht man hier an vielen Ecken. Aber wo sind die Flamingos? Um das herauszufinden, begebe ich mich in den seenreicheren Süden der Camargue. Und tatsächlich entdecke ich nach kurzer Zeit eine Kolonie des rosa Vogels. Die rosa Färbung des Flamingos ist übrigens auf den Carotinoidengehalt seiner Nahrung, vor allem in Algen, zurückzuführen. Flamingos sind ausgezeichnete Schwimmer. Sie nutzen diese Fähigkeit allerdings nicht oft, da ihre langen Beine ihnen das Waten auch in tieferen Gewässern ermöglichen.
Für den stabilen Stand auf einem Bein, auch im Schlaf, sorgt eine Art Einrastmechanismus. Dieser Mechanismus funktioniert theoretisch sogar, wenn der Vogel tot ist. Eine tolle Gegend und so ganz konträr zum sonstigen Südfrankreich, das sich ja eigentlich doch eher schroff und felsig präsentiert. Das zeige ich euch auch in meinem nächsten Video wieder, denn ich werde hier sicherlich noch ein paar Tage bleiben. Es gibt hier noch eine Menge zu entdecken. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir wie immer euren Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis bald!